Ich bin der Peter, ich bin einheimischer Bergführer und ich bin mit der Susanne unterwegs und wir wollen zusammen Gastlose klettern. Gastlose ist einerseits für ambitionierte Profis, aber auch für Anfänger, für Genießer, für einen Einstieg zu machen in den Bergsport. Es ist gängig empfehlenswert, einen Bergführer zu nehmen. Sicher, weil der Bergführer der kennt die Region, kennt die schönen Plätzchen und kann die nötige Sicherheit vermitteln, für eben in einen Berg oder auf einen Berg zu besteigen. Also, dass jemand, der keine Erfahrung hat und das erste Mal macht, das auch geniessen kann. Also jetzt mit einem Anfänger mal einführen, die ganze die Technik, dass wir das zusammen erlernen können, zusammen klettern und nachher Schritt für Schritt nachher weitergehen. Nicht gerade in die Steile rein, wo man überfordert ist. Man muss Freude haben in der Natur. Man muss gewillt sein, ein bisschen seine Grenzen zu erkennen noch und zu akzeptieren. Und wirklich Freude haben im Wandern, Klettern, etwas Neues zu entdecken. Berner Oberland ist sehr gut bestückt mit schönen Bergen. Wir haben ein geniales Gebiet. Sanfter Tourismus, aber auch anspruchsvolle Hochtouren, anspruchsvolle Klettertouren, die man machen kann. Ich würde sagen, wirklich, wir haben alles, was wir machen können. Der Reiz des Bergführers ist für mich ganz klar, Leute, die nicht gewohnt sind, in die Berge zu entführen, ein bisschen fort vom Alltag. Wirklich die Natur zu begleiten, auf eine sichere Art. Und ein bisschen, meine Idee ist manchmal schon, die Leute ein bisschen an ihre Grenzen zu führen. Aber sei es beim Klettern, auf Hochtouren, beim Wandern, was auch immer. Einfach wirklich die Leute ein bisschen aus ihren Reserven zu locken. Wir sehen jetzt hier gerade durch, gegen die Gastlosen. Das sind die klassischen Gastlosen, wo unten dran das Dörfli Ablentschen liegt. Und diese schönen Gipfel kann man überschreiten. Das ist die sogenannte Gastlosenüberschreitung. Mit dem Eckturm, links die Markantspitz, dann der Glattwandspitz, der höchst, respektive die Markzehnte, und rechts durch der Glattwandspitz, der noch das Kreuz getroffen hat. Das ist einerseits ein Krampf, aber es ist ein Erlebnis. Und vor allem, wenn du nachher oben stehst, dann hast du Freude daran. Du hast etwas erreicht, das du vielleicht einmal machst und vielleicht gern wieder. Und ja. Gut, wir sind am Schluss von unserem Tour aus den Gastlosen. Es war ein genialer Tag. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Super gewesen, merci vielmals. Wenn es dich auch mal interessiert, so etwas zu unternehmen, www.abindieberge.ch. Merci Walama Suisse für die Trip und schön gewesen. Walama, Walama Suisse, my Suisse.